ich lese nebenberuflich selbstständig, Steuernrecht, Finanzierung, Marketing, Verbraucherzentrale NRW, ZDF, Wieso von Thomas Hammer. Ich bin angekommen auf Seite 33 im Kapitel, was Arbeitgeber und Arbeitsagentur wissen müssen. Stell wieder die Eieruhr, damit das nicht zu lange dauert, auf 30 Minuten. Meistens bleibe ich deutlich drunter. Was Arbeitgeber und Arbeitsagentur wissen müssen. Es gibt folgende Unterkapitel. Als Arbeitnehmer nebenbei selbstständig geht das. Da sind farblich abgesetzte Kästen. Wichtig, volle Leistungsbereitschaft im Hauptberuf. Vorsicht, keine Arbeit während Krankheitszeichen. Beispiel unerlaubte Konkurrenz zum Arbeitgeber. Dann gibt es noch einen Tipp, den Arbeitgeber informieren. Und es geht weiter mit dem Unterkapitel Selbstständigkeit in der Elternzeit, dem Unterkapitel Selbstständigkeit in der Arbeitslosigkeit, mit Arbeitslosengeld 1 bei bestehender Selbstständigkeit, Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit bei Bezug von Arbeitslosengeld 1, Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit bei Bezug von Arbeitslosengeld 2, Vollerwerbsexistenzgründung aus der Arbeitslosigkeit heraus, Gründungszuschuss für Empfänger von Arbeitslosengeld 1, Einstiegsgeld für Empfänger von Arbeitslosengeld 2. Und dann war es das mit dem Kapitel. So. Noch einen Schluck von meinem schönen kalten Getränk. Was Arbeitgeber und Arbeitsagentur wissen müssen, wenn sie bei der Ausübung ihrer selbstständigen Tätigkeit weder berufstätig sind noch Sozialleistungen in Form von Arbeitslosen, Kranken oder Elterngeld beziehen, dann müssen sie ihre Tätigkeit von niemandem genehmigen lassen, zum Beispiel als Studentin oder Student. Für Arbeitnehmer und diejenigen, die staatliche Leistungen in Form von Arbeitslosen, Kranken oder Elterngeld beziehen, kann es bei der Existenzgründung aber zu Konflikten kommen. Als Arbeitnehmer nebenbei selbstständig geht das. Wer sich als Arbeitnehmer mit dem Schritt in die Selbstständigkeit ein zweites finanzielles Standbein schaffen will, fragt sich häufig, ob ihm der Arbeitgeber dies verwehren darf. Immerhin, so die gängige Vorstellung, hat der Arbeitgeber mit einem Vollzeitanstellungsvertrag sozusagen das Exklusivrecht auf die Arbeitsleistung seines Angestellten. Das stimmt zwar, doch die uneingeschränkte Leistungsbereitschaft für den Arbeitgeber gilt zunächst einmal nur für die vereinbarte Arbeitszeit. Was in der Freizeit geschieht, unterliegt dem vom Grundgesetz geschützten Recht auf freie Berufsausübung. Allerdings gibt es auch hier wieder gewisse Einschränkungen. Kritisch wird es nämlich dann, wenn durch die nebenberufliche Selbstständigkeit die Abläufe im Hauptberuf beeinträchtigt werden. Ein weiteres mögliches Konfliktfeld sind in dieser Hinsicht Urlaubs- und Krankheitszeiten. Der Urlaub soll laut Gesetz dazu dienen, dass sich von ihrer Arbeit,
dass sie sich von ihrer Arbeit erholen und hinterher wieder die volle Leistung bringen können. Wenn Sie nun 2 Wochen Urlaub nehmen, um als Nebenberuf selbstständiger Handwerker auf einer Großbaustelle arbeiten zu können, würden Sie Ihren Urlaub missbrauchen und damit sozusagen den Arbeitgeber schädigen, weil Sie sich möglicherweise bei der Arbeit vom stressigen Urlaub erholen müssen. Gesetzlich geregelt ist allerdings nur der bezahlte Urlaub, während unbezahlter Urlaub immer eine individuelle Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist. Gibt es bei letzterem keine gesetzliche Erholungspflicht. Abgesehen von der Beeinträchtigung Ihrer Leistungsfähigkeit kann es einen weiteren Aspekt geben, der die nebenberufliche Selbstständigkeit verhindert: die direkte Konkurrenz zu Ihrem Arbeitgeber. Immerhin darf Ihr Chef zu Recht von Ihnen erwarten, dass Sie ihm nicht hinter seinem Rücken Kunden abspenstig machen. So, es gibt 2 farbig abgesetzte Kästen. Wichtig: volle Leistungsbereitschaft im Hauptberuf. Der Arbeitnehmer muss sicherstellen, dass er während seiner Arbeitszeit in vollem Umfang leistungsbereit ist. Ob dem so ist, hängt selbstverständlich vom jeweiligen Fall ab und muss individuell entschieden werden. Der Arbeitnehmer muss sicherstellen, dass er während seiner Arbeitszeit in vollem Umfang leistungsbereit ist. Ob dem so ist, hängt selbstverständlich vom jeweiligen Fall ab und muss individuell entschieden werden. Sicherlich sind Sie in Ihrer Leistungsfähigkeit nicht eingeschränkt, wenn Sie nebenbei noch einen kleinen Online-Shop betreiben und nach Feierabend ein paar Pakete zur Post bringen oder wenn Sie an Samstagen die Buchhaltung für Ihre privaten Kunden erledigen. In Konflikt kommen Sie jedoch mit diesem Anspruch, wenn Sie in Ihrer Selbstständigkeit die halbe Nacht unterwegs sind und dadurch Ihre Produktivität beim Arbeitgeber spürbar sinkt. Vorsicht! Keine Arbeit während Krankheitszeiten. Das ist der 2. Kasten. Und dann gibt es noch einen 3., sehe ich gerade. Keine Arbeit während Krankheitszeiten. Rigide sind in diesem Zusammenhang die Regelungen zu Krankheitszeiten, in denen die Genesung absoluten Vorrang vor allem anderen hat. Egal, ob Sie nur ein paar Tage krank sind oder wegen längerer Krankheit von der Krankenkasse Krankengeld beziehen, in dieser Phase muss auch jegliche selbstständige Aktivität ruhen. Wer sich nicht daran hält, muss mit der fristlosen Kündigung rechnen. Beispiel: unerlaubte Konkurrenz zum Arbeitgeber ist auch verboten. Unzulässig wäre es, wenn Sie in einem Gartenbauunternehmen arbeiten und an den Wochenenden auf eigene Rechnung für Ihre Privatkunden Hecken schneiden und Bäume pflanzen. Gleiches würde für den angestellten Webdesigner gelten, der nach Feierabend zum günstigen Tarif die Kunden bedient, die sonst eigentlich zu seinem Arbeitgeber kommen würden. Hier gibt es natürlich auch eine gewisse Grauzone. So kann es schon vorkommen, dass Sie zwar dieselbe Leistung wie Ihr Arbeitgeber anbieten, aber eine ganz andere Zielgruppe ansprechen.
Ein Webdesigner könnte etwa in einer großen Agentur arbeiten, die ausschließlich Großunternehmen betreut. Wenn er so. Es geht um unerlaubte Konkurrenz zum Arbeitgeber und es geht um diese Grauzone. Ich muss nochmal von vorne anfangen. Ich bin nicht so schnell wie andere. Unerlaubte Konkurrenz zum Arbeitgeber. Hier gibt es natürlich auch eine gewisse Grauzone. So kann es schon vorkommen, dass Sie zwar dieselbe Leistung wie Ihr Arbeitgeber anbieten, aber eine ganz andere Zielgruppe ansprechen. Ein Webdesigner könnte etwa in einer großen Agentur arbeiten, die ausschließlich Großunternehmen betreut. Wenn er sich dann in seiner nebenberuflichen Selbstständigkeit auf die Gestaltung von Internetseiten für Kleinbetriebe beschränkt, dann würde kein Konflikt mit den Interessen des Arbeitgebers entstehen. Eine Sonderregelung gilt für Beamte, die sich nebenberuflich selbstständig machen wollen. Hier ist nämlich generell vor dem Start in die Selbstständigkeit die Erlaubnis der Dienststelle einzuholen. Verbieten kann der Dienstherr jedoch die selbstständige Nebentätigkeit nur, wenn durch eine zeitliche Überlastung die Dienstfähigkeit beeinträchtigt wird oder wenn der Gegenstand der nebenberuflichen Tätigkeit den hoheitlichen Interessen entgegensteht. Tipp: Den Arbeitgeber informieren. Auch wenn Sie nicht von vornherein dazu verpflichtet sind, sollten Sie Ihren Arbeitgeber über die Aufnahme einer nebenberuflichen Selbstständigkeit informieren. Vor allem dann, wenn dieselbe Leistung einer ganz anderen Zielgruppe angeboten wird. Kann ein klärendes Gespräch im Vorfeld späteren Ärger vermeiden. So, nächstes Unterkapitel im Abschnitt, was Arbeitgeber und Arbeitsagentur wissen müssen, ist Selbstständigkeit in der Elternzeit. Und hier gibt es einen Tipp: Maximal 30 Stunden pro Woche arbeiten. Um den Bezug des Mindestelterngeldes von 300 Euro nicht zu gefährden, sollten Sie in jedem Fall jedoch darauf achten, dass die Grenze bei der Wochenarbeitszeit von 30 Stunden nicht überschritten wird.
Selbstständigkeit in der Elternzeit. Ich muss manchmal so kleine Pausen machen, weil ich das anstrengend finde, weil ich den Text auch zum ersten Mal lese und drüber nachdenken muss, was da steht. Ich will es ja auch direkt verstehen, sonst brauche ich es nicht vorzulesen. Selbstständigkeit in der Elternzeit. Durch die Regelung zur Elternzeit und Elterngeld wurde Anfang 2007 die bis dahin geltenden Gesetze zum Erziehungsurlaub abgelöst. Seitdem können Eltern bis zu 14 Monate lang beruflich pausieren, um sich dem Wohl des neugeborenen Kindes widmen zu können. In dieser Zeit sieht der Gesetzgeber die Zahlung von Elterngeld vor. Die Höhe dieser Leistung richtet sich nach dem bisherigen monatlichen Durchschnittseinkommen. Das Elterngeld beträgt mindestens 300 Euro pro Monat und je nach Höhe des bisherigen Einkommens werden davon 65-100% weitergezahlt. Die Obergrenze liegt bei 1.800 Euro pro Monat. Alternativ dazu kann das Elterngeld Plus in Anspruch genommen werden. Hier wird das halbe monatliche Elterngeld gezahlt, allerdings für den doppelten Zeitraum. Während des Bezugs von Elterngeld ist eine selbstständige oder nicht selbstständige Teilzeitarbeit erlaubt, sofern nicht mehr als 30 Stunden pro Woche gearbeitet wird. Allerdings werden die Einnahmen aus der Arbeit zu einem großen Teil auf das Elterngeld angerechnet, sodass die Einnahmen auf der einen Seite zu Kürzungen auf der anderen Seite führen. Das ist für viele Selbstständige dann praktisch ein Nullsummenspiel. Dennoch ist es für Eltern, die in Teilzeit selbstständig sind, oft nicht sinnvoll, zur Vermeidung von Elterngeldkürzungen alle Aktivitäten komplett einzustellen und nach einigen Monaten wieder bei Null anzufangen. Zumindest die Stammkunden wollen auch in dieser Phase weiterhin bedient werden. Dann kommt der Tipp, maximal 30 Stunden pro Woche arbeiten. Um den Bezug des Mindestelterngeldes von 300 Euro nicht zu gefährden, sollten Sie in jedem Fall jedoch darauf achten, dass die Grenze bei der Wochenarbeitszeit von 30 Stunden nicht überschritten wird. So, weiter geht es mit dem Unterkapitel Selbstständigkeit in der Arbeitslosigkeit. Und da gibt es ein Zitat von einem Fachanwalt für Versicherungs- und Sozialrecht. Neue feste Beschäftigung geht vor. Der Anwalt weiß aus der Praxis, dass die Arbeitsagenturen bei der Fortführung einer nebenberuflichen Selbstständigkeit nach dem Eintritt der Arbeitslosigkeit oft besonders genau hinschauen. Jetzt kommt das Zitat: Wenn sich Betroffene nur halbherzig um eine neue Beschäftigung bemühen oder Trainingsmaßnahmen unter Verweis auf ihre selbstständige Tätigkeit nicht wahrnehmen, wird nicht nur der zeitliche Umfang dieser Tätigkeit genauestens geprüft. Also, wenn sich Betroffene nur halbherzig um eine neue Beschäftigung bemühen oder Trainingsmaßnahmen unter Verweis auf ihre selbstständige Tätigkeit nicht wahrnehmen, wird nicht nur der zeitliche Umfang dieser Tätigkeit genauestens geprüft. Häufig wird dann auch unterstellt, dass die Betroffenen sich nicht mehr bemühen, die Beschäftigungslosigkeit zu beenden, um damit nicht mehr arbeitslos im Sinne des Gesetzes sind. Dies führt dazu, dass die Zahlung des Arbeitslosengeldes eingestellt wird. So, ich kriege keins mehr. Da kann nichts eingestellt werden.
Selbstständigkeit in der Arbeitslosigkeit. Sind die Regelungen zum Bezug von Arbeitslosengeld 1 und 2 auch ohne die nebenberufliche Selbstständigkeit kompliziert genug? So werden die Details bei der Verknüpfung beider Komponenten noch unübersichtlicher. Da es im Rahmen dieses Buches nicht möglich ist, die individuellen Konstellationen in ihren Einzelheiten darzustellen, folgt hier ein allgemeiner Überblick über die gesetzlichen Regelungen. Arbeitslosengeld bei bestehender Arbeitslosengeld 1 bei bestehender Selbstständigkeit. Arbeitslosengeld 1 bei bestehender Selbstständigkeit, wenn Ihnen Ihr Anstellungsverhältnis gekündigt wurde und Sie zu diesem Zeitpunkt schon nebenberuflich selbstständig waren, kommen Sie in den Genuss gewisser Privilegien. Hat die selbstständige Nebentätigkeit bereits mindestens 12 Monate vor dem Verlust des Arbeitsplatzes bestanden, können Sie sich beim Bezug des Arbeitslosengeldes auf die sogenannte Fortführung einer selbstständigen Tätigkeit berufen. Unter der Voraussetzung, dass die Nebentätigkeit weniger als 15 Stunden pro Woche in Anspruch nimmt, brauchen Sie die daraus erzielten Einkünfte nicht auf das Arbeitslosengeld einrechnen zu lassen. Unter der Voraussetzung, dass die Nebentätigkeit weniger als 15 Stunden pro Woche in Anspruch nimmt, brauchen Sie die daraus erzielten Einkünfte nicht auf das Arbeitslosengeld anrechnen lassen. Nee, falsch. Ich mache jetzt eine Pause, wenn der Absatz vorbei ist. Unter der Voraussetzung, dass die Nebentätigkeit weniger als 15 Stunden pro Woche in Anspruch nimmt, brauchen Sie die daraus erzielten Einkünfte nicht auf das Arbeitslosengeld anrechnen zu lassen. Da fehlt ein sich, meiner Meinung nach. Brauchen Sie sich die daraus erzielten? Naja. Ich formuliere anders. Allerdings dürfen die daraus erzielten Einnahmen nicht höher sein als vor Beginn der Arbeitslosigkeit. So. Ich mache jetzt erstmal eine kurze Pause. Tschüss.